Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Buenos dias, mis amores. Good morning, my beloved ones. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so einen Morgen anfangen dürfen. Einen guten Morgen, sagt man. Guten. Wie fangen wir einen guten Morgen an? Mit liebevollen Gedanken. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Was für ein liebevoller Gedanke. Und was für eine Einladung an mich, total wachsam zu sein. An dich, total wachsam zu sein. Nur mehr Gedanken zu akzeptieren, dich, mein Geist, in Gottes Geist birgt. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Mein Geist birgt nur mehr vergebende Gedanken. Es gibt keine Liebe außer der Liebe Gottes. In mir. Wenn ich mich nicht glücklich fühle, wenn ich mich nicht zufrieden fühle, wenn ich nicht im Frieden bin, dann denke ich keine liebevollen Gedanken. Hast du mich gehört? Wenn ich nicht glücklich bin, wenn ich nicht mich zufrieden fühle, wenn ich nicht im Frieden bin, dann denke ich keine liebevollen Gedanken. Jesus fragt einmal im Kurs, was denkst du über deinen Bruder, das Gott nicht gedacht hätte? Oh, dieser Bruder, diese Schwester, dieser Bruder, oh, er ist geizig, würde Gott so denken. Er macht nicht, was ich will, würde ich Gott so denken. Er ist nicht spirituell, würde Gott so denken. Er ist noch sehr verloren, würde Gott so denken. Er braucht noch viel Übung in dem allen, würde Gott so denken. Er ist sehr instabil. Würde Gott so denken? Würde Gott den Bruder so sehen als instabil? Er ist noch sehr in der Welt verhaftet. Das höre ich sehr oft. Dieser Schwester, dieser Bruder ist noch sehr in der Welt verhaftet. Würde Gott so denken? Er oder sie brauchen ein Wunder. Würde Gott so denken? Wer braucht wirklich ein Wunder? Bin das nicht ich? Bin das nicht immer ich, der ein Wunder braucht? Diese Schwester, dieser Bruder, sie sind noch, der ist sehr langsam in seiner Entwicklung. Würde Gott so denken? Sie oder er, die sind sehr, 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 sehr noch im Traum verloren. Würde Gott wirklich so denken? Er oder sie, die haben ja, der hat noch kein Ziel im Leben. Der hat noch nicht herausgefunden, was wirklich zählt hier. Würde Gott wirklich so denken? Schau dir das mal ganz in genau in deinem Geist an. Was denkst du, was Gott nicht denken würde? Das ist genau das, was keine liebevollen Gedanken sind. Oder würde Gott so sagen, dies ist meine geliebte Schwester, dies ist mein geliebter Bruder, an den ich wohlgefallen finde? Was glaubst du, denkt Gott? Was glaubst du, denkt Gott? Würde der nicht sagen, dies ist meine geliebte Schwester, dies ist mein geliebter Bruder,
an denen ich Gefallen finde. Schau dir mal ganz genau an, dass du den ganzen Tag über die denkst, die um dich herum sind. Und dann frag dich, würde Gott so denken? Würde Gott wirklich so denken? Autsch, das tut weh. Wenn wir uns das anschauen, das tut wirklich weh. Aber es ist so hilfreich. Es ist so hilfreich, sich das anzuschauen. Was denke ich, was Gott nicht denken würde? Oder was denke ich nicht, was Gott denken würde? Es ist wirklich ganz wichtig, mir das anzuschauen, weil genau da, genau das ist der Punkt. Genau da mache ich eine Inventur in meinem Geiste. Ich denke ständig was, was Gott nicht denken würde von meinem Bruder. Aber ich denke nicht, was Gott denken würde. Bei Gott ist doch jedes Lebewesen, jeder Schwester, jeder Bruder das meistgeliebteste Lebewesen. Dies ist mein Ex-Mann und der hat mir das und das und das und das und das angetan. Dies ist meine Ex-Frau und die hat mir das und das angetan. Dies sind meine Kinder und die machen das und das und das nicht und dafür machen sie das und das und kommt jetzt eine lange Liste. Schreib mir mal eine Liste. Das hat mir sehr geholfen, wirklich hinzuschauen, wirklich ehrlich zu sein, eine Liste zu schreiben. Was denke ich über diesen Bruder, über diese Schwester, über diesen Bruder, über meinen Ex, über meine Kinder, über meine Schwiegermutter, über den Nachbarn? Was denke ich da, was Gott nicht denken würde? Was denke ich nicht, was Gott denken würde? Ist er auch nicht der Nachbar für Gott das meistgeliebteste Wesen? Ist nicht die Schwiegermutter für Gott das meistgeliebteste Wesen? Ist diese Arbeitskollege nicht für Gott das meistgeliebteste Wesen? Dieser Politiker, wie immer du ihn nennen willst, schau mal ganz genau nach. Es geht hier um ganz genaue Ehrlichkeit. Sei ganz ehrlich dir selber gegenüber. Täusch dich nicht mehr. Der Konflikt muss genauso gesehen werden, wie er ist, sagt Jesus in Lektion 333. Er kann nicht verleugnet werden, woanders gesehen werden, mit einem anderen Namen benannt werden. Oder gesagt werden, es ist nicht so schlimm. Er muss genauso gesehen werden, wie er ist. Genauso gesehen werden, wie er ist. Und deshalb ist eine Liste so hilfreich. Das hat mir so geholfen, einfach wirklich eine Liste zu machen. Was denke ich über diese Schwester, über diesen Bruder, was Gott nicht denken würde? Für mich ist er eine geizige Schwester oder Bruder. Sehr hartherzig vielleicht. Sehr instabil. Sehr angstvoll. Wer gibt ihm all diese Attribute? Bin das nicht ich? Sehr schwach. Sehr leidend. Sehr deprimiert, sagen Leute. Ich sehe sie sehr deprimiert. Wer sieht das? Würde Gott jemand deprimiert sehen? Sehr krank. Sehr verloren in dieser Welt. Wer ist immer der Beobachter dessen? Der Beobachter dessen ist der, der diese Dinge denkt. Würde Gott das Gleiche denken? Würde Gott denken? Oder wäre für Gott diese Schwester, dieser Bruder noch immer das meistgeliebte Wesen, an dem er Wohlgefallen findet?
Der Denker bin immer ich. Nimm dich mal einmal einen ganzen Tag bei deiner Nase, tipp immer nur auf deine Nase. Ich bin das. Das ist meine Welt, die ich gemacht habe. Ich lebe nicht in der Welt, ich lebe nur in der Welt, die ich gemacht habe, die ich denke, denen ich die Eigenschaften gebe. Was denke ich, was Gott nicht darüber, über diese Schwester, über diesen Bruder denken würde? Dazu lade ich dich heute ein. Schau da mal ganz genau hin und das sind, was alle unvergebenden Gedanken sind. Das ist, was mir Schmerz bereitet, weil ich nicht denke, wie Gott denkt. Mein Geist wählt nur, was ich mit Gott denke. Und das ist die Übung, in der wir gerade sind, in den jetzigen Lektionen. Und dazu lade ich dich ein, ganz ehrlich hinzuschauen. Danke, meine liebe Schwester, danke, mein lieber Bruder. Schau mal ganz genau hin. Und da wird die Anwendung der heutigen Lektion dann ganz leicht. Mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke. Und was ich nicht mit Gott denke, das will ich berichtigt lassen in meinem Geist. Das braucht Heilung. Das gebe ich dem Heiligen Geist. Ganz wichtig ist das. Es ist so wichtig, ehrlich zu sein, zu sich selber, mal hinzuschauen. Was denke ich, was Gott nicht denkt von deiner Schwester, von meinem Bruder? Was denke ich? Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in dieser totalen Ehrlichkeit, in dieser inneren Arbeit. Der Kurs ist innere Arbeit, ist kein Buch der Lektüre. Nein, der Kurs ist innere Arbeit, innere Heilung, inneres Erwachen. Und so sage ich dir Dank und wir sehen uns heute um 19:15 Uhr. Komm einfach so, wie du bist, zu einem Punkt in deinem Geist der totalen Ehrlichkeit, des totalen Hinschauens und des totalen Sich-Erinnerns. Was denke ich, was Gott nicht über diese Schwester, über diesen Bruder denken würde? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Freude bei dieser Ehrlichkeit, viel Freude bei diesem inneren Üben der Ehrlichkeit, der Heilung und der Vergebung. Danke, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke.